Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Thema heute Sling Training. Ich habe dir 5 Übungen mitgebracht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Trainieren. Der Reverse Butterfly. Finde deine Position. Arme sind ganz leicht gebeugt. Und du arbeitest jetzt im Halbkreis mit den Armen nach hinten. Die Butterflies. Bring dich in eine Position, dass du hier wieder als Pendel arbeiten kannst. Hände sind vor dem Körper, Arme leicht gebeugt, Blick nach vorne. Und jetzt arbeitest du einfach im Halbkreis mit den Armen nach hinten. Und die Arme wieder schließen. Und gerade nochmal aus einer Position von vorne gefilmt, damit man das besser sehen kann, wie die Arme sich bewegen. Die Überzüge. Finde deine Position. Arme sind gestreckt nach vorne. Arbeite mit den Armen nach oben. Und wieder ranziehen. Achte bei der einmaligen Kniebeuge darauf, dass du mit dem vorderen Knie nicht zu weit nach vorne rutschst. Heißt, du musst tatsächlich einen ziemlich weiten Schritt machen und nach unten arbeiten. Genau wie bei den normalen Ausfallschritten oder Kniebeugen auch. Die einbeinige Kniebeuge. Das Rudern in der Horizontalen. Die Aufhängung ist also jetzt fast direkt über dir. Finde dein Gleichgewicht und deine Position. Arbeite genau wie beim Rudern. Mit den Armen zum Körper und wieder weg.